Oh Mann, ja jetzt aber. Moin Moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer. Seno hat es ein bisschen verkackt. Wir haben jetzt so... Ich weiß gar nicht, wie lange wir es... Ja, genau eine Stunde. Ihr habt jetzt genau eine Stunde verpasst. Tut mir ein bisschen leid. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Irgendwie. Passiert im Eifer des Gefechts, ist nicht so schlimm. Ihr werdet es verkraften, ich gebe euch gleich ein kleines Update. Wir sind hier bei der Stahlproduktion. Und Lys hat in der Zwischenzeit einmal alle unsere Beacons neu gemacht. Wir haben jetzt die Level 3 Logistik erforscht und haben damit die besseren Förderbänder und haben... Was denn, was so hier ist? Soweit jetzt gleich die Frames, die Versatile Frames wieder. Da sitze ich jetzt gerade dran. Versuche nur den gerade, genau, hier einmal rüberlaufen zu lassen. Hier habe ich gleich ein Update, wenn das Projekt hier fertig ist. Das ist nicht mehr allzu lang. Nehme ich jetzt den an? Ne, den konnten wir nicht nehmen, haben wir gesagt. Den hier müssen wir nehmen. Wohl. Ne, ist okay, wir machen das. 1, 2, so und so. Rechter Winkel, Platten gehen rein. Theoretisch müssten hier die Platten jetzt durchrauschen. Die Dinger stellen die Rahmen her und dann müssen wir gleich nur noch die Rahmen hier auf der anderen Seite dann zu den Versatile Frameworks machen. Das ist aber der nächste Arbeitsschritt. Sind die nicht auf einer Höhe? Och, fick dich. Jetzt bin ich hier um ein Feld verrutscht. Aber das ist schnell gefixt. Hier einfach ein weiter hier rüber. Wie sagt man so schön? Einmal mit Profis, ne? Geht da gar nicht. Du machst einen tollen. Ein bisschen ärgerlich ist das, aber sowas kann passieren. Einmal. So, der darüber, der darüber. Die kriegen ihre Stahlbarren, die brauchen jetzt halt nur noch die Frameworks. Und die kriegen sie von hier. Die haben die Platten und brauchen jetzt noch die Barren. Barren habe ich hier so rüber jumpen lassen, indem wir... Ja, wie habe ich das gemacht? Wie hätte ich das eben geregelt? Habe ich da hier einen Balancer gehabt? Einen Splitter gehabt? Habe ich das echt so gemacht? Dann rüber. Nee. Ich habe das insofern anders gemacht. Der stand hier. Auf der Höhe. Der geht da rein, der geht da rüber. Ein weiter rüber muss er noch. Da! Der geht rein, der geht geradeaus rüber. Den können wir löschen. Der muss dann nämlich erst hier hin. Ist ein Splitter, genau. Wird von hier bedient. Nee. Auch nicht, ey. Wird von hier bedient. Geht. Warum nicht? Aber das ist ein Merger. Ich will kein Merger, ich will einen Splitter haben. So. Das geht da rein, das geht da rein. Und dann geht der hier hoch, haben wir gesagt. Ein hoch. Und da wieder runter. Hoch. Über. Runter. So. Und dann kommen da die Barren. Genau. Und das hat halt den Vorteil, dass ich jetzt hier... Nicht, dass ich es jetzt schon machen muss, aber... Ich habe jetzt wenigstens die Möglichkeit, hier quasi mit dem Förderband und mit dem Förderband lang zu gehen und dann quasi ist die Idee hier rüber springen. Ja, also. Kann ich dann zum Beispiel hier. Ich muss das jetzt nicht fertig bauen, aber dass ich das so einmal anzeichne, damit ich das später weiß. Und damit kann ich dieses Eisen, das wir hier drüben übrig haben,
rüber zum Kupfer bringen. Deshalb habe ich die beiden Fabrikabschnitte jetzt gerade nochmal umziehen lassen. Die können dann hier rüber jumpen und können hier drüben wieder landen, quasi, dass die hier drüben. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich muss das jetzt eigentlich nicht machen, aber. Du musst es halt irgendwie doch machen. Ich muss es, ja. Ich muss es halt doch irgendwie machen. Der auch weg. Der einen hoch. Der einen hoch. Der bis nach da. Und hoch. Und der bis nach da. Und hoch. Eisen kommt rüber. So ist die Idee. Na, und dann ist das schön. Hier läuft alles. Wenn ich dem ganzen Strom gebe. Den Strommast habe ich hier noch stehen. Ja. Der muss jetzt allerdings auch einmal umziehen. Und dann gehen wir mit dem hier in die Lücke, würde ich sagen. Da. Der kriegt Strom von. Da. Und versorgt dann diese Maschine, die Maschine, die Maschine und die ganz hinten von hier aus. Nein, nicht von hier aus, das sieht scheiße aus. Die Strommasten haben jetzt zwar echt schön viele Verbindungen, aber irgendwie bin ich immer noch pingelig, wo ich sie hinstelle. Wenigstens so einigermaßen. Du gehst darüber, du gehst darüber, du verbindest den und den, du verbindest den, weißt du was, und den, und du gehst einfach nur nach da hinten. Gut, jetzt müsste das auch arbeiten. Hier haben wir noch kein Rezept, du sollst auch Rahmen herstellen. Und der letzte Arbeitsschritt ist jetzt die Rahmen hier rüberbringen. Und das kann ich relativ simpel machen, indem ich hier einmal so rüberjump und hier einmal. Im Grunde so rüberjump. Ich glaube, da bin ich ein bisschen nah dran. Ja, geht. Den kann ich einfach darüber stellen. Naja, Belt ist zu steep, das geht nicht mehr. Dann muss er doch hier drüben hin. Wie gesagt, viel von dem, was ich mache, ist halt tatsächlich einfach von der Funktionalität scheißegal. Und ist nur, um meinen sadistischen kleinen inneren Monk happy zu machen. Sein Monk sadistisch. Zu mir, weil er mich immer da wieder dazu treibt, das alles umständlicher zu machen, als ich eigentlich müsste. Ah. Okay. Zum Beispiel gefällt mir hier dieser Aufgang gerade nicht, deshalb mache ich jetzt hier stattdessen einen Fahrstuhl hin. Fast. Nein, dreh dich doch richtig, du Dulli. Dahin und dahin. Nein, auch nicht. Ich bin mir sicher, das geht. Nee, doch so. Aber die sind nicht auf einer Höhe, oder was? So aus. Warum seid ihr nicht auf einer Höhe? Und dahin. Guckst hier hin, guckst oben dahin. Jetzt sind sie verbunden. Sehr schön. So, warum kommt hier nichts raus? Woran mangelt's? Gut, die werden gebaut, laufen hier rüber, laufen da oben rüber, kommen hier unten raus. Und jetzt müssen nur noch diese Kurve passen. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier sind schon Rahmen. Warum baust du nicht? Weil du noch nicht eingestellt bist. Jetzt arbeitest du. Du hier drüben musst auch eingestellt werden. Arbeitet jetzt auch. Geil, das funktioniert. Nice. Gucken wir noch mal, ob ich jetzt auch alles irgendwie
richtig gemacht habe. Stahlbarren laufen rein. Die Dinger produzieren. Die produzieren halt nur sehr, sehr langsam, aber das muss so. Oh, ich hole gleich erstmal einen neuen Kaffee. Aber verdient. Ja, nicht ganz so. So, die laufen da rein, die laufen da rein. Das wird produziert, kommt hier hinten raus und muss dann halt in die Basis. Da haben wir nur so ein richtig langes, hässliches Förderband gemacht. Ich weiß nicht, ob das jemand nochmal hübsch machen möchte irgendwann. Ich denke dann an eine ganz bestimmte Person. Ein Anschluss unter dieser Nummer. Ich glaube, das kriegt man aber tatsächlich auch nicht so gut hin. Ich hätte gerne noch eine andere Lösung für diese Langstreckentransporte. Ja, irgendwann haben wir, glaube ich, Züge, aber bis dahin, glaube ich, ist die Antwort Trucks. Ja, aber ich finde die Trucks, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die wirklich so praktisch sind. Was soll ich bauen? Fahrstuhl. Da raus. Hier rein. So. Wieder einer zu hoch, ne? Ne, ist die richtige Höhe. Nice. Nicht so nice. das Ding ist aber tatsächlich nicht schlimm. Der wirkt zu schräg. Das Spiel sagt, das hier ist ein rechter Winkel. Das ist gelogen, liebes Spiel. Spiel lügt, was das angeht, öfter. Aber ernsthaft, oder? Lügnerspiel. Lügnerspiel. Ja, ja, setz das ruhig hier hin, das ist ein rechter Winkel. Mhm. Und dann so, nö. Nope. Oh, dann muss sogar noch einen höher dann. Naja, dann läuft das hier auch so mitten durch, das gefällt mir nicht. Fahrstuhl darf da bleiben, aber die Anfütterung muss irgendwie anders stattfinden. Passe ich hier noch durch? Nicht wirklich. Wie kriege ich das jetzt am ungeschicktesten? Ja, ich mache es einfach. Scheißegal, ich mache es erstmal. Umbauen kann man immer noch. Oder dann halt realistisch sagen, ja, scheiße. Rechter Winkel rein. Da kommen ein paar Versatile Frames. Da kommen ein paar Versatile Frames. Und der muss dann jetzt quasi. Natürlich muss hier genau der Tragebalken im Weg sein. Invalid Shape? Das ist ein rechter Winkel. Das ist kein Invalid Shape. Das sagst du. Ja, sage ich. Ich spiele das Spiel ja wohl länger als das Spiel. Ich selbst. Oh. Manchmal habe ich das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst. Recht. Nervig. Also nicht du, sondern. Ja. Dass ich das hier nicht so hundertprozentig wegbekomme. Okay, ich kann ja auch einfach. Wie viel ist da jetzt drin? Boah, das sind sehr viele Rohre. Ich krieg nicht alles weg, scheiß drauf. So. Mach einfach so. Kann ich irgendwas aus meinem Inventar löschen? Steine können weg. Ja, löse ich, habe Steine vernichtet. Verschwinden lassen. Monster. So, ich lasse das Förderband jetzt einfach hier einmal strange durchlaufen. Das ist nicht das, wie es eigentlich sein soll, weil ich den Platz, denke ich, brauchen werde. Aber solange ich noch nicht genau weiß, wie ich den Platz brauche, kann das jetzt ja einmal dahin. Hin, dann reißen wir den nochmal ab und machen den hier zu einem Merger, ist richtig, aber der mergt in diese Richtung jetzt bitte. So!
Was? Der geht da rein, der geht da. So müsste das doch eigentlich jetzt passen. Und die Frames kommen theoretisch hier raus. Ja, wie gesagt, die Frames werden halt sehr langsam produziert, aber das ist bei Design, das ist so. Der läuft ja sogar noch unter 100%. So, jetzt wird hier produziert und dann gucken wir mal, ob die hier lang laufen. So, dann sollten die theoretisch hier lang. Autsch, voll gegen das Förderband gejumpt. Ich habe zu viele Rohre. Achso, und dann. Autsch, muss ich die hier noch verbinden. Und dann mache ich auch einfach auf Lazy. Einfach so. Can't afford, es fehlen mir Platten. Ich fasse es nicht. Zu viel hiervon, zu wenig davon. Baum. Erstmal ist doch hier eindeutig ein Knick dran, oder sieht das wegen dem Schatten nur so aus? Aber abgesehen davon, warum läuft ihr da nicht rein? Ihr müsst da so rein. Es geht. Ihr lauft da auch nicht rein, ihr seid auch doof. So, kann ich die Frames da reinhauen, die ich habe? Kann ich die da reinschieben? Ja, das ist cool. Jetzt laufen die da durch und laufen da durch und laufen da durch und jetzt haben wir es. Ich brauche nur noch Platten. Also nochmal Frames. Oh! Ja. Wir können dann alternativ Rezepte für die Frames lernen. Ernsthaft. Ja. Nice. Wo auf der Festplatte, die ich gerade gefunden habe. Also ich baue jetzt nicht nochmal um, aber für die Zukunft ist das vielleicht ganz cool. 3 verstärkte Platten und 56 Schrauben. Für das neue Rezept kosten. Das ist tatsächlich... Warte mal. Nochmal 3 verstärkte Platten? Ja, 3 verstärkte Platten und 56 Schrauben. Das wirkt komplizierter. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Also es gibt das, dann gibt es den Automated Speed Wiring. Warte, bevor du weiter redest, lass mich mal kurz rechnen. 4 mal 12 sind 48. Das check ich nicht. Dann ist das Rezept komplizierter und teurer. Guck mal, weil so verbrauchst du... Wie viel Frames kommen raus? 2 bei dem Rezept? Ja, 2. Weil so brauchst du 12 Stangen. Und 12 Stangen, aus einer Stange werden 4 Schrauben. Das heißt, 12 Stangen sind 48 Schrauben. Und für das neue Rezept brauchen wir 52 Schrauben. 56. Also, guck mal, du brauchst mehr Schrauben und du musst noch was aus den Stangen herstellen. Also, das ist ein komplizierteres Rezept. Ich meine, das kann Sinn machen, wenn du irgendwo halt Schrauben und Dings hast, keine Frage. Aber rein von der Komplexität und von den Kosten, es kostet mehr und ist komplizierter zu bauen. Ja, was hast du da noch? Ich überleg gerade, was ich einmal... Ach, komm einfach her und guck's dir an. Das in der Mitte kennen wir noch nicht. Also halt haben wir noch... Produzieren wir, glaube ich, noch nirgends. Ja, ich komme. Kannst du was mit Stahlpipes noch anfangen? Ich habe da noch ein paar im Inventar, die würde ich gerne loswerden. Nee, ich bin jetzt nämlich eigentlich fertig mit denen. Okay. So, ich komme, bin gleich da. Die nehme ich nochmal eben mit. So, ich muss nur mal gucken, dass ich das hier miteinander verbunden bekomme. Das wäre so nice. Kann ich mir nicht leisten. Ja, dann nehme ich einmal kurz Dreier. Wie switchen ist so. Ich konnte mir Zweier... Achso, ich kann ja hier cool umfliegen. Ich konnte mir 2er Förderbänder nicht leisten, sonst muss ich 3er Förderbänder jetzt nehmen für so eine kleine Teilstrecke. Hallo Sergeant Leoni. Bei deinem Namen muss ich immer an Leon den Profi denken. Ist das eigentlich beabsichtigt oder ist das Zufall? So. Wo war denn das? Die Forschungsstation. Ich müsste da doch. Hier.
Also das linke, das ist das, da sehe ich die Bolted Frames, da sehe ich den Sinn nicht. Das machen wir nicht. Rechts. Ja, okay, dann kann man halt aus Stahl Schrauben erstellen. Dann macht es vielleicht irgendwann wieder Sinn, weil du dann kein Eisen mehr brauchst, sondern das alles aus Stahl machen kannst. Stahl braucht man halt Eisen, aber halt dann kein Roheisen mehr. Ja, genau, ich glaube, darauf läuft es hinaus, dass du dann alle Eisenprodukte irgendwann auch aus Stahl herstellen kannst und das sei einfach. Da brauchst du nicht eine Eisen- und eine Stahlproduktion, sondern machst einfach immer, wenn du Eisen hast, gleich Stahl und kannst das wieder downgraden quasi. So, und das in der Mitte ist interessant. Das ist ja das Zeug, was wir als nächstes brauchen. Das Standardrezept ist genau ein davon und 20 davon. Wie macht man Highspeed-Konnektoren? Ja, aber hey, das ist ja... Also, ich finde das schon auch machen? Komplizierter. Ja, sieht danach aus, aber können wir diese Highspeed-Konnektoren schon machen? Ich glaube, die müssen wir noch erforschen, aber das ist ja gerade zu. Ach, da kann man noch nicht gucken. Ja. Ah, okay. Ich würde tatsächlich am ehesten die Schrauben nehmen, weil das wirklich kompliziert ist. Das Standardrezept ist nur ein, so. Ach so, aber das gibt dann auch nur eins. Ich. Was gibt nur eins? Vom Standard, das Standardrezept für die Automated Wirings sind eins von diesen. Oh, da kriegt man nur ein, ja. Kabel. Ja. Ja, da ich nicht abschätzen kann, was wir für diese Highspeed-Konnektoren brauchen, da wir die noch nicht bauen können, würde ich sagen, nehmen wir nicht das. Dann, ich wäre auch momentan für die Schrauben. Gut, ich habe jetzt schon in den Chat geguckt. Ich weiß nicht, haben wir auf den Chat oder das, was wir wollten, ohne in den Chat geguckt zu haben? Ja, lass dich, wenn wir beide Schrauben wollen, dann lass doch die Schrauben nehmen. Na gut, dann nehmen wir die Schrauben. Ja. Wir nehmen das und dann ist das gut. So, genau, die Frames müssten jetzt auch gleich ankommen, das heißt, die machen wir jetzt an die dicken Schrauben ran. Die Highspeed-Konnektoren können wir eh noch nicht bauen, also das hätte uns nicht geholfen. Eben, jetzt auf jeden Fall noch nicht. Genau, hier die Frames kommen hier gerade an. Da kommt auch ein ganzer Schwung, ich denke mal so 50 Stück oder sowas sind das. Und mehr müssten jetzt eigentlich nach und nach eintrudeln. Und ich versuche jetzt diese dicken Kabel irgendwie herzustellen. Weil das komisch ist, dass die schon wieder hier nicht auftauchen. Wieso läufst du und nimmst nicht unser tolles... Du hast gar nichts dazu gesagt. Doch, du hast das jetzt schön... Nein, ich hab's mir noch nie angeguckt. Was meinst du denn jetzt genau? Oh, versteckte Stahlträger. Ja, das finde ich cool. Und die Homebase. Sogar mit so kleinem Herzchen hier. Oh, das ist wirklich süß. Und so Kohlekraftwerk geht auch jetzt eine halbe. Von unserer Hauptbase aus? Ja. Oh ja, stimmt, sehe ich da hinten, glaube ich. Nein, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Finde ich gut. Nicht wirklich gut. So, ich würde jetzt halt gerne noch die Kabel verstärken. Oder möchtest du das machen? Nein. Schade. Okay, ich brauche... Die waren gar nicht so kommen, aber man braucht diese Statoren. Das ist gar nicht so. Die Rohre habe ich schon. Die Kabel haben wir im Grunde auch. Das heißt, die Statoren sind easy. Irgendwas wollte ich gerade machen braucht man nur und noch dachte mir, ja, das mache ich jetzt. Und jetzt habe ich vergessen, ah ja. Sie hat vergessen, nee. Was sie will, denn sie chillt in ihrem Brain. Was? Aber wann waren wir uns da einig? Ach, guck mal hier, das ist... Nee, ich weiß es doch nicht wieder. Oh Mann. Mann, sie ist ein bisschen lost. Ja, das passiert. Auch. Muss mich dir ja anpassen, sonst fühlst du dich so schlecht. Und deshalb, ja, wenn du mich anfasst, dann mache ich meistens Bumm oder falle irgendwo runter. Ja, aber ich darf hier den Part nicht. So. Also, ich habe hier drüben noch dreimal Kupfer übrig. Das ist halt echt insane. Und quasi hier sogar noch genug Kabel. Aber wir machen das ordentlich. Das heißt, ich werde jetzt hier noch einmal Kabel herstellen, ungefähr hier. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ja? Ja. Wir sagen, dass ich toll bin. Du bist toll, aber das wollte ich nicht machen. Und du hast es getan, ich bin zufrieden. Nee, ich wollte jetzt mal alle unsere Container durch Level 2 Container ersetzen. Auch eine gute Sache. Auch eine gute Sache. Die brauchen bestimmt auch Stahl, ne? Ja, deshalb bin ich gerade zu dir auf dem Weg. Habe ich noch eine Batterie? Ich habe keine Batterie. Wie macht man, wo macht man die Batterien? Hättest du was gesagt? Ich hab sie gerade aus dem Inventar gemacht. Ja, ich hab noch. Ich hab Necken im Inventar, das ist okay. Ja, an der. Equipment, an der Workshop, ja, da. In dem Würzshop. Ich
ich. Gut, dass der keinen Strom braucht. Das würde mich voll abpacken, den immer noch mal. Nee, doch. Nee, doch. Sicher? Was? Sicher, dass man die hier macht? Ach so, nee, stimmt, normaler. Craftbench. Ja, tut mir leid. Ich bin gerade irgendwie lost. Ah, Bauschal 1, Bauschal 2. So, drei Stück kriege ich damit sogar hin. Cool. Wir haben wahrscheinlich nicht genug Inventar. So, drei Stück habe ich jetzt. Das ist gut. Dann räumen wir den Shit wieder weg und den. Für die Leute, die es nicht wissen, die Schnecken, aus den Schnecken macht man Batterien. Und diese Batterien kann man in Anlagen packen und übertragen. Ja, dann können die Anlagen einem um die Ohren fliegen. Was wir aber noch nicht hatten. Ja, was wir eigentlich auch gar nicht wissen dürfen. Ja, eigentlich wissen wir das gar nicht. Genau, eigentlich wissen wir das nicht. So, jetzt kann ich hier unten overclocken, zack, und jetzt stellt das Ding schon 8,44 her. Was deutlich geiler ist, weil wie gesagt, 6 brauchen wir ja von dem Ding. Das heißt, ich schalte jetzt hier auf 8,44 pro Minute und dann sammeln die sich hier auch ein bisschen an. Das ist nämlich gerade mein Problem, mir fehlen die verstärkten Platten. Ich wollte eigentlich mir eben aus der Hauptbase welche mitnehmen, aber habe ich nicht gemacht. Sag doch was, ich habe 300 Stück dabei. Ich benutze dein tolles. Ich stehe hinter dir, hallo! Du stehst hinter mir? Oh. Da! Hui! Mach doch mal nachts ein Licht an, dann sehe ich dich auch. Danke. Bitte. Okay. Wenn du noch eine Aufgabe suchst, nebenbei, unser Truck steht. Ich meine, das ist nicht schlimm, weil wir brauchen, glaube ich, genug Schwefel bis ans Ende. Ich glaube, deshalb steht aber der, ja. Ne, ich glaube, der kann Benzin mehr. Ja, wobei kann auch sein, dass er vielleicht. Ja, könnte auch sein. Ja, aber der fährt eh total unnötigerweise hin und her, weil seit drei Parts ist unser Schwefellager voll. Das ist richtig. So, 15 Kopper pro Minute und hier kommen aber 30 Kopper pro Minute raus, korrekt? 30 Barren kommen raus, das heißt, im Grunde kann ich das Ding auch splitten und zwei Öfen damit bedienen. Die große Frage ist nur, ich will das einmal kurz durchrechnen. Backwards Engineering mäßig mir das einmal angucken, wie viel wir wovon brauchen. Da habe ich nämlich noch keine Ahnung. Wir brauchen 20 Kabel. So, ich gucke erstmal wegen den Kabeln. Wir brauchen 20 Kabel. Es werden 30 Kabel pro Minute hergestellt. 30 Kabel pro Minute und ein Kabel braucht zwei Drähte. Das heißt, 60 Drähte pro Minute brauchen wir erstmal. 60 Drähte pro Minute. Das Ding hier produziert 30 Kupfer pro Minute und das Ding wandelt 1 zu 1 um. Ne, das wandelt 15 zu 30 um. Das heißt, die 30 Barren können wir zu 60 Wires machen. Dann machen wir das. Das ist doch ein guter Anfang. Habe ich hier noch nach links ein bisschen Platz? Nicht wirklich. Ich glaube, dann schiebe ich das hier rüber. Den Smelter brauchen wir nicht. Wir brauchen Structor. Ich quasi zwei Constructor hier nebeneinander mache, weil hier drüben ist alles fertig gebaut. Das heißt, hier habe ich den ganzen Platz jetzt zu meiner Verfügung. Und dann mache ich hier und da die beiden Dinger, die jetzt Wire herstellen. Und die kriegen jetzt jeweils 15 Barren und machen daraus dann insgesamt aus den 30 Barren dann 60, jeweils 30. Drähte, die machen wir dann gleich zu Kabel. So, dann brauche ich einen Splitter, der so und so splittet. Aber bitte gerade. Ja, aber bitte mit Sahne. Oh, da muss ein Feld weiter nach rechts, sehe ich. Und sonst so, Lüst, erzähl doch mal, wie geht's dir? Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Und Schwenken aus meiner Jugend. Weiß ich nicht. Es gibt keinen Schwank aus meiner Jugend. Was war so 2005 los? Denkst du ernsthaft, ich würde mich an 2005 erinnern, ich kann mich nicht mehr an 2021 erinnern. Ja, das war aber auch nicht so das geilste Jahr. Ich habe mich auch an die Jahre, ich habe ein super schlechtes Erinnerungsvermögen, das ist krass. Also Kurzzeitgedächtnis habe ich besseres als du, aber gut, das ist nicht schwierig. Ja, aber was so Langzeit angeht, bin ich schrecklich. So, ich habe mit meinem Bruder letztens mal so mehr oder weniger Kinderfotos angeguckt, wo wir halt irgendwie zusammen im
Zoo waren oder so, und er immer so, ja, daran kann ich mich noch voll gut erinnern. Nicht so, ich war noch nie in meinem Leben in diesem Zoo. Ja, okay, aber er ist auch ein bisschen älter als du. Ja, aber trotzdem. Also ist ja normal, dass man sich an Sachen, wo man älter ist, meine ich damit, leichter erinnert als an... Weißt du? You know what I mean? Ja, mir ist schon klar, was du meinst. Na, mir fällt gerade auf, dass es gar nicht so super einfach ist, die Storage-Container alle zu ersetzen. Weil du die abreißen musst? Ja. Das ist nervig. Sicher, dass du die, kannst du dir nicht einfach die neuen drüber? Stimmt. Kleistern? Stimmt doof. Also, jetzt brauchen wir. Wie viele Constructor brauche ich? Ein, oder? Der nimmt sich 60 Wire und macht 30 Grad. Ach nee, ich kann ihn tatsächlich, wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen habe, mit dem anderen nicht einfach drüber kleistern. Dann ist das etwas, das sie fixen sollten. Okay, ich schau gleich nochmal, aber das sah gerade nicht so aus. Ist hier noch ein weiter nach rechts? Nee, geht nicht. Geht, ich kann es nicht drüber clustern. Mega, mega lame. Maga doodle daddle day. Okay. Lass mich singen den ganzen Tag. Bis alle Zuschauer abhauen, die ich mag. Soll ich dich nicht vorher stoppen? Nein. Okay. Es gibt Dinge, die müssen auf die harte Tour gelernt werden, weißt du? Ah, okay. So, dadurch habe ich nämlich jetzt hier einen Mittelpunkt und kann hier den Merger dazwischen. Das war mir dann doch wichtig. Ich glaube, der muss da hin, damit das funktioniert. Dahin und dann. Ne, ein weiter noch. So, und das lasse ich dann in einen Konstruktor laufen und der macht mir dann. Kabel. Das ist ein rechter Winkel, das gefällt mir. Das auch, ne? Das. Ja, sieht gut aus. Dann kommen hier Kabel raus. Das läuft jetzt hier in den Konstruktor. Der kann direkt da angeschlossen werden. Eigentlich direkt gerade ran. So viel Platz braucht er eigentlich. Nö. Sage ich nein, so viel Platz soll er nicht bekommen. Das reicht doch. Oh, nee, das reicht nicht. Gut, man sollte dem eingefärbten Gebäude schon glauben. Eigentlich finde ich es auch langweilig, ne? So oft wie das Spiel einen anlügt, ist das halt schwer, eine Vertrauensbasis zu passen irgendwie. So. Genau, der braucht nochmal Strom. Und der geht auch nochmal Strom. Und du machst Cables. Und da kommen jetzt 30 Cables pro Minute raus. Das heißt, wenn wir auf unsere Rezepte gucken, das ist schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn wir jetzt hier auf die Automated Wirings gehen. Ja? Das heißt, diese 20 Kabel hier stellen wir her. Ja? Also eigentlich stellen wir 30 her. Das heißt, anderthalb können wir machen. Oh, da hätte ich ja rechnen. Oh, okay, das ist ja dumm. Das sehe ich jetzt ja erst. Die Maschine kann 2,5 von diesen Wirings herstellen. Das heißt, eigentlich brauchen wir natürlich nicht 20, sondern 40, sondern 50 Kabel. 50 Kabel kriegen wir durch 100 Drähte. Das heißt, dass wir das im Grunde direkt daneben nochmal bauen. Genau so. Ja, dann haben wir wenigstens... Und dann haben wir es. Ne? Dann haben wir 60 Kabel. Und dann produzieren wir 60 Kabel, bräuchten nur 50. Aber das ist ja okay. Ein bisschen Überproduktion ist in Ordnung. Ich gucke nochmal, bevor ich jetzt nochmal einen Denkfehler mache. Aber 20. Zweimal sind 40, ein halbes Mal sind 50. 50 Kabel brauchen wir. Ein Ding stellt 30 Kabel her. Zweimal 30 sind 60.
Gut, also wenn ich das nochmal baue, hätten wir genug. Was ist mit den Statoren? Die brauchen nur noch Drähte. Das heißt, wir können eigentlich das ganze Kupfer, was wir hier drüben haben, jetzt auch echt benutzen. Ja, die Kupferlane ist, wie gesagt, hier durch. Die läuft halt, wie sie läuft. Die haut hier die 30 Stück pro Minute raus. Die wird 1:1 wegproduziert. Ja, dann hilft das ja nichts. Dann muss ich hier weitermachen. Dann muss ich hier eigentlich noch mal ein bisschen... Warte mal, bist du zufällig gerade in meiner Nähe und hast eine Kettensäge? Nee, nicht in deiner Nähe. Also ich könnte schon in näherer Zukunft mal vorbeikommen, aber in der Nähe bin ich gerade nicht. Bin würde halt ich schön in der Bay. Finden. Ja, das lässt sich bald mal ein. Einfach weil ich hier Büsche habe, die weg müssen. Ich kann es uns nicht so wirklich zubauen. Ich habe jetzt auch eine Kettensäge holen, aber wenn du sagst, du kommst irgendwann mal demnächst vorbei, dann muss ich jetzt nicht einmal in die Base laufen. Ja, mach. Das ist mir nicht kurvig genug. Hier meinen direkten Schnacker nach links. Sehr weit weg von da. Da geht, glaube ich. So, das heißt, im Grunde mache ich das genau jetzt nochmal baugleich, habe ich ja gesagt. Das heißt. Hier kommt ein Splitter. Nur, dass der da muss. Das geht. Habe ich jetzt eigentlich auch noch eine Kettensäge? Ja, so, bin auf dem Weg. Sehr. Na, dann fülle ich das Ding danach. Das passt natürlich nicht. Das passt nicht. Was nicht passend ist, muss passend gemacht werden. Der stand auch schräg. Das kann vielleicht ein bisschen was damit zu tun haben. Vielleicht. Oh. Einfachste Aufgabe. Meine Waffe ist unsichtbar geworden. Nice. Das ist gut, dann sehen die Gegner das nicht mehr. Auch nicht. Hab ich doch gesagt. Deine Gegner halt. Genau, du siehst dieses ganze Schundzeug da. Ich wollte da, wo du jetzt stehst, weiter. Ich sag mal noch so zwei Foundations ungefähr. Sagen wir mal drei. Wenn ich auf der sicheren Seite. Das wäre voll Knorke. Ja, ich muss nur die eine hier wieder abreißen. Sonst komme ich. Der Kettensäge geht dran! Ja, aber ich stand da gerade so, ich verstehe das. Pass auf, nicht, dass mir die Kettensäge ausrutscht. Du kleiner Schlawiner, du. Ich hab dich vorgewarnt, das ist dann nicht meine Schuld. Nee. Ich bin eh mal selber schuld. Ja, natürlich. Ich bin der Kerl, ich hab hier nichts zu lachen. Er liegt nicht als armes Haschel da. Als armes was? Haschall. Geil. Ja, armes kleines Ding. Aber. Nein. Wo bin ich? Nein. Los? Ja. Lyseria, so geht das nicht. Ich glaube, wir müssen mal einen Verhaltenspersönlichkeitstest mit Ihnen durchführen. Okay. Ich glaube, ich hätte Angst vor dem. Oh. Na, sagen wir mal so, ich glaube nicht alle von deinen Persönlichkeiten sind verrückt. Wow. Soll ich sagen, ich bin schizophren? Nicht alle. So, das ist die Höhe, ne? So. Ah, ja. Ja, ich bin wieder weg. Bye bye. Echt, jetzt geht sie wieder? Ja, ich bin ja zu... Du hast Angst vor mir und meinen Persönlichkeiten, also gehe ich jetzt. Nimmst du sie dann alle mit? Nö.
Nee, ich hab die eine da gelassen und du wirst rausfinden, welche. Vielleicht ist es die mit Dynamit. Vielleicht ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es die mit Dynamit. Dynamite. So, der macht Wire, der macht Wire und dann läuft das hier vorne in einen rein und der macht nämlich kein Wire, der macht nämlich Cables. Ich hab das gleich. Also, ne? Der Elevator wird bald steil gehen. Hm. Man wird ja auch Zeit, ne? Ja, du hast es schon ganz schön lang gebraucht. Autsch! Du sollst nicht immer so gemein sein! Komm, dass das jetzt ein Witz war und nein, ich nur auf dich eingegangen bin. Du hast mich. Ja, abgrundtief. Du hast, wie langsam ich baue. Ja. Der muss auch Kabel herstellen. So. Gut, das haben wir. Zack, zack, zack. Der braucht noch Strom. Solange es mein einziges Problem mit dir ist, ist alles im grünen Bereich. Ich mach dich obdachlos. Das ist das viel größere Problem, über das du dir Sorgen machen solltest. Ja, schrecklich. Hier naja, wenn du mich obdachlos machst, hast du mich an der Backe. Das ist ja eher dein Problem. Ah ja, auch wieder aber. Hier nochmal der Hinweis, ja, alle Leute mit 3-Zimmer-Wohnungen in Buxtehude. Oder Umgebung. Oder Umgebung. Ja, was mit denen? Die melden sich mal. Die melden sich mal. So. Läuft, läuft, läuft. Hier werden Cables gemacht, da werden Cables gemacht. Das heißt, ich habe jetzt 60 Cables. 60 Cables, gut, gut. Wir haben genug Kabel, da muss ich nochmal nach den Statoren gucken. Ich weiß nicht genau, was ein Stator ist, aber wir brauchen sie. Statoren. Das sind Stabilisatoren auf Deutsch, ich weiß es nicht genau. Die Rohre habe ich. Die Rohre habe ich, das ist okay. Und dann brauchen wir nur noch Kabel. Und zwar nur... Moin, moin, pro Minute 5x8 sind 40, Atiris. Heute mit Brutzler, ja, das Gehirn brutzelt schon ein bisschen, aber es geht. Ach, ich wollte ja, noch einen Kaffee. Ich darf ja nicht brutzeln. Ich würde ja gerne mit meinem so Hieb mitgehen, aber ich darf den Stream nicht. Ich darf ihn den Stream mal nicht umbringen. 15, ja, wir haben gesagt, heute muss ich leben. Okay, wir werden Starpipes gemacht. Also Starpipes haben wir genug. Ich brauche nur noch 40 Drähte. Nee, aber jetzt haben wir ja gesagt, langweilig, diese Entscheidung. Aber jetzt haben wir gesagt, auf 40 Drähte komme ich gar nicht. Das ist ja schon wieder ein Problem. Wir haben nämlich gesagt, ja, 5 stellt er her, 5 mal 8. Moment, wie viel brauchen wir denn davon? Ha! Ja. Wir brauchen nur 2,5. Weil 2,5 machen 1. Also, ja, also, ne? Da, wir, also nur 1 zu 1 und 2,5 können wir produzieren. Das heißt, 2,5 davon brauchen wir und 5 können wir davon machen. Dann ist alles okay. Dann können wir einfach die restlichen Kabel mit dem restlichen Zeug hier drüben machen, ist jetzt die Frage. Ja, Lys hat hier so schön nochmal Platz gemacht, dann nutze ich den Platz doch auch. Wir gehen einmal auf den guten alten Soup-Mode. Und soupen hier ein bisschen rum. Die hätten sie in 90% der Fälle nicht sinnvoll. Just saying. Wer ist nicht sinnvoll? Die hätten sind in 90% der Fälle nicht sinnvoll und haben keinen langfristigen Effekt. Ist das so? Ja, dann muss man das dauerhaft als Ernährungsumstellung machen und nicht als ich esse jetzt keine Kohlenhydrate, absolut kein Zucker mehr und ernähre mich von Sauerstoff und betreibe Photosynthese. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ist das nicht sogar das, was Diät bedeutet? Was? Nee, Diät ist meistens, also vielleicht ist der Begriff falsch benutzt, aber Diät bedeutet eigentlich, dass du über einen bestimmten Zeitraum auf bestimmte Sachen verzichtest und das veränderst. Also zumindest wird es so oft benutzt. Ja, ich wollte gerade sagen, sagt, dass eine Diät, so benutzt wird, ja. Dann heißt es halt öfter mal so, ja, ich esse jetzt für ein paar Wochen lang halt. Ja, ja, das ist richtig, aber von der Wort her ist die Diät nicht einfach die Ernährung. Also zum Beispiel eine Hunde, die Hundediät ist halt eine, weißt du, also so fleischig. Ja, weißt du, so meine ich das. Das habe ich halt auch nicht verstanden, weil die Politiker zum Beispiel zahlen sich ja auch Diäten aus. Also ich weiß halt, das muss ja auch noch irgendwas damit zu tun haben, die Begrifflichkeit. Ich weiß tatsächlich nicht, was die das Diät im eigentlichen Sinne. Ja, du hast, wie gesagt, kommt halt darauf an, wie man es benutzt. Aber generell ist es schon die Ernährungsweise und. Ja, Atir, ich sag ja nichts dagegen, ich weiß nicht, was du machst. Nur muss man es halt für immer machen. Für immer ist ein langer Zeitraum. Deshalb sind so krasse Sachen wie, keine Ahnung, Kohlsuppendiät halt Schwachsinn. Intervallfasten ist das neue große Ding.
Wobei, ich glaube, der Trend ist auch schon wieder vorbei. Intervallfasten ist, je nachdem, wie du es machst, gar nicht so dumm. Ja, aber... hätte ich, glaube ich, nicht das Durchhaltevermögen für. Oh, kommt drauf an, so. Ich meine, es gibt auch welche, die sind... da musst du dich fast nicht umstellen und hast, das Intervall drin. Also ich glaube 8 und 12 Stunden, also 12 Stunden essen und 8 Stunden lang nichts essen. Ich meine, das ist ja nicht so schwierig. Naja. Einfach 8 Stunden schlafen. Ja, das wäre auch mal ein gesunder Lebenswechsel. Lebenswandel. Lass mir noch ganz kurz rechnen, bitte. Ich brauche, habe ich gesagt, einfach nur alle Kabel, die ich nehmen kann. Das heißt, ich krieg 30 Barren und die wandeln jeweils 15 um. Das heißt, ich brauche 2 Stück davon. Ja, okay. Bin wieder verfügbar. Ja, nee, das stimmt schon. Also ich war mal auf einer Weihnachtsfeier von meiner damaligen Freundin und da war eine, die hat halt sehr, die war mal ein bisschen moppeliger und hat dann angefangen sehr, sehr auf ihren Körper und auf ihre Diät und auf ihr Aussehen zu achten, weil ich glaube, das hat an ihrer zarten Seele sehr große Spuren hinterlassen. Und dann hat sie halt so ein bisschen, in meinen Augen, ein bisschen zu extrem Buch über alles geführt, um es mal so zu sagen. Und das hatte dann meiner bescheidenen Meinung nach nicht mehr so die gesündesten Ausmaße. Aber auf dieser Weihnachtsfeier war sie dann halt und hat gerade No Carb. Also hat das No Carb quasi ausprobiert und war da ganz überzeugt von. Und dann war da noch einer, den hat sie auch mitgebracht auf die Weihnachtsfeier. Also ihr Weihnachtsfeier-Date, nenne ich das jetzt mal, keine Ahnung. Und der war absoluter Verfechter von Low Carb. Und dann haben sie sich da halt hingesetzt und haben heiß diskutiert, ob No Carb oder Low Carb jetzt besser ist. Und es war sehr unterhaltsam, während ich dann daneben mein 50 Stück Kuchen gegessen habe. Das war nice. No Carb oder Low Carb. Und sie sind... Es war wie, weiß ich nicht, fundamentalistische Christen und Moslems diskutieren zu hören. Es war echt... Weltanschauungen sind aufeinander geknattert. Hatte ich hier nicht auch irgendwo einen Strommast? Ne? Ich fühle mich von der Frage zwar angesprochen, weil ich diskutiert habe, aber so die allgemeine Frage, was man beim Arzt, klingt nicht normal, wenn man viel isst, dass man nicht zu einem Schilddrüsenüberfunktion oder so. Also, ja, Kabel ist. Die Kabel sind ein Mess, ist mir jetzt aber egal. So. Ja, einen muss ich dann hier wohl noch raus. Wir suchen hier noch eine Lane länger. Und dann habe ich meine Kabel. Nice. Und diese Kabel müssen wir zu den Stahlrohren bringen. Und dann machen wir Statoren. Und mit den Statoren und den Kabeln machen wir dann die schweren Kabel, oder wie sich das auf Deutsch nennt. Heavy-Duty-Kabel. Die meisten Krankenkasse ist, zahlen, wenn man arg im Plus oder arg im Minus ist, was Gewicht angeht. Oder unterstützen das zumindest eine Ernährungsberatung. Kann ich nur empfehlen, anstatt irgendwelchen allgemeinen Shit auszuprobieren, sondern wirklich was, was auf einen selbst zugeschnitten ist, was auf den eigenen Kalorienverbrauch wirklich zugeschnitten ist, würde ich mich mal an deiner Stelle informieren, wenn das ein ernstgemeintes Anliegen ist. Ernsthaft, jetzt informier dich doch mal. Sino, da läuft ein großes Tierchen rum. Was ist das? Ich dachte gerade, du meinst in meiner Wohnung. Ew. Ja, ich dachte schon. Sino, da ist ein großes Tierchen hinter dir. Solltest du vielleicht mal aufpassen. Meinst du, dass du auf Stelzen läuft? Ich muss mal kurz gucken. Seit wann hast du eigentlich eine neue Hausspinne? Ja. Seit wann wohnt die auf deinem Kopf? Ja, ich dachte, die ist im Terrarium. In meinem Ohr. Wir haben uns da nicht geeinigt. Das ist das Terrarium. Die meinst du, Mutti, ne? Ja. Ändert sich nicht, da hatten wir mal eins von tot gemacht. Oder ja, geht's auch wieder tief runter? Die meinst du, ne? Die kann man ärgern. Ich habe jetzt keinen Elektroschocker dabei, aber die kann man elektroschocken. Nö, aber das sind ganz harmlose, süße, rumlaufende Viecher. Ich glaube, so heißen die. Viecher.
Hichas. Ural. Wissen wir noch nicht, was die genau machen. Wie gesagt, keine Spoiler, falls ihr es wisst im Chat, ja? Nochmal der nette Hinweis. Ich glaube, die sind nur da, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, aus den anderen Viechern kannst du ja auch dann Heilzeug und so herstellen, weißt du? Oder Yogas. Ich will das wegnehmen aus der Hand. Moment. Inventar. Alles mal einmal weg. So. Okay, also. Kabel, Drähte, Kabel. Das ist alles gut. Da hinten sind die Rohre. Jetzt muss ich einmal überlegen, wo ich was herstelle. Du brauchst keine Überweisung vom Hausarzt mehr seit einigen Jahren. Kannst direkt zum Spezialisten. Und ich werde die Kabel hier rüber befördern. Und dann mache ich das einmal hier erstmal. Genau, hier kommen unsere Rohre raus. Die lasse ich einmal in die Richtung laufen, weil ich glaube, eins reicht. Da bin ich mir von der Verhältnismäßigkeit gerade nicht ganz sicher. Plan ist, rechter Winkel Rohre rein. Hier machen wir dann die Statoren, die brauchen Rohre und jetzt die Kupferkabel. Das heißt, ich muss die Kupferkabel da einmal hinten hin befördern. Die lasse ich dann hier langlaufen, weil ich habe hier zwar noch relativ viel Platz übrig, aber kaum noch Materialien. Ich habe noch zweimal Eisen übrig. Aber der Rest tatsächlich sind wir dann im Grunde durch. Also ich werde den Platz hier, will ich damit sagen, wahrscheinlich gar nicht mehr jetzt unbedingt sofort brauchen. Warum musste ich ihn dir extra freimachen? Nein, nein, den Platz schon. Den Platz habe ich gebraucht. Ich nur hier in der Mitte. Sagen, geht ja gar nicht. Geht gar nicht. Immer dieser Seno. So, und den lassen wir dann. Genau, der muss da rein. Dann lasse ich den hier langlaufen. Ich glaube noch da. Hässlicher Fels ist hässlich. Geröllheimer. Kennt du es bestimmt auch gar nicht mehr. Weil du so jung bist, weil du so ein Küken bist. Mhm. Oder kennst du die Geröllheimers? Nö. Aber die Feuersteins. Ja, von Hörensagen. Es ist halt echt bitter. Aber das ist schon ganz cool. Ich meine, Lust kann mir so den ganzen hippen neuen Scheiß zeigen und ich kann dir den ganzen geilen alten Scheiß zeigen. Genau, weil ich so hip und modern bin. Naja, komm, du bist... Ich bin nerdig, nicht modern. Das ist ein Unterschied. Du bist, was immer du sein willst. Das ist nicht richtig. Nicht? Nein, leider nicht. So, wie läuft denn der Shit jetzt hier hinten? 25% nur, das darf nicht sein. Warum? Why is there so little Stahl? Oh, I know why there is so little Stahl. We have not enough Kohle. We have not enough Kohle. We need more Kohle. Da ja, komme ich hier schon auf. Aber wir können ja, jetzt... Ich muss ja noch das Förderbrand. Ja, Förderbrand. Ja, der alte Förderbrand. Ja, ich muss die Förderbrenner auch mal kurz auf. Ich muss meinen Förderband von der Kohle hinten noch updaten. Oh, genau, das muss ich auch gerade machen. Richtig. Ja, ich kann ja mein nettes Pipe-System nehmen. Da bin ich ganz schnell bei meiner Stahlfabrik. Ich habe jetzt die letzte Absturzstelle, die wir noch offen hatten, auch noch geholt. Also die letzte Festplatte, die wir gerade in Reichweite hatten, ist jetzt auch in meinem Forsch. Streber. Was? Streber. Aber... Okay. Willst du mit ihm sprechen? Ja. Na gut, dann nicht Streber. Dann ich bin vieles, aber sicher kein Streber. Nerd. Ja, aber das ist ein Unterschied. Das noch dasselbe. Streber sind fleißig. Ich nicht. Weißt du nicht, so früher war Streber und Nerd dasselbe, aber es hat sich dann irgendwann geändert. Du Geek! Ja, okay. Weißt du noch, was ein Geek ist? Ich nicht. Also per Definition? Ist Geek nicht einfach. Geek ist doch das englische Wort für Nerd, oder nicht? Nerd ist das englische Wort für Nerd. Ja, aber ist das nicht ein anderes Wort für. Also. Ich glaube, Geek ist. Nerd ist, glaube ich, Popkultur und Geek ist, glaube ich, PC. Geek ist also wörtlich übersetzt ist Außenseiter, beziehungsweise Waschlapp. Nice. Aber umgangssprachlich für Streber. Keine Ahnung, ich bin Sebastian. Wikipedia. Du bist nicht Sebastian.
Das wäre verwirrend. List. Du bist Lys, ne? Ja, ich bin Lys. Du bist die Axel. Nein. Die Axel des Bösen. So, bin, guck mal. Bin ich das Lexor des Bösen? Das Lexor? Hm. Was ein Ohr willst du lecken? Ich will kein Ohr lecken. Das war mein hypothetischer Pokémon-Name mal. So, als die Diskussion mal in der Oberstufe aufkam. So, was wäre dein Pokémon-Name? Hä? Was für ein Name? Was wäre dein Name, wenn du ein Pokémon wärst? Ah. Können wir jetzt eigentlich auch Lift Level 3 machen? Ja, ne? Kann ich den dann einfach aufrüsten? Das muss man ja auch. Also wenn man mit Fahrstühlen arbeitet, müssen die auch Level 3 sein. Sonst macht das keinen Sinn. Sonst bottleneckt man sich. Und du willst dich nicht bottlenecken. Willst du dich bottlenecken? No. Nein, aber ich will... Ich habe gerade das so, Problem, dass ich meine Förderbänder jetzt besser machen muss, damit der Stahl produziert wird. Aber ich habe keinen Stahl. Ja, ich habe ganz viele Stahlrohre. Also die kannst du da gerne... Ja, aber ich brauche keine Rohre. Ich brauche... Balken. Für die... Ah! Echt? Ja. Stimmt. Wir brauchen nicht so viele Rohre. Wir haben viel zu viel Rohre und zu wenig... Ah, zu viele... Das sind nicht doch bürgerlich. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Was? Hör auf, Dinge zu zitieren, die du nicht kennst und nicht magst. Kenn die. Nee, mögen tue ich sie nicht, aber ich kenne die. Ich mag nicht alles, was ich kenne, und ich kenne nicht alles, was ich mag. Nur weil du einen Satz aus dem Buch kennst, heißt es nicht, dass du das Buch kennst. Nee, nee, das war... Habe ich aber auch, glaube ich, nicht behauptet. Ich mache hier mal kurz meinen Assembler aus, dass ich meinen Stahl hier ansammelt. So. Und jetzt ist nämlich hier die Kacke am Dampfrohr. Guck mal, jetzt kommt die Kohle hier nämlich reingeschossen. Zack, 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 zack. Läuft hier rüber, läuft da rein. Bam! Und es wird produziert, als gäbe es... Kein Yesterday. So, zack, zack, zack. Hier ist alles gut. Jetzt müssten die dementsprechend auch hier eigentlich schneller arbeiten. Genau, 75%. Das lobe ich mir. Und jetzt geht das hier auch rüber. Und jetzt arbeiten die auch. Kommen wir schon auf 35. Die Zahl müsste jetzt hochgehen langsam. 38, sehr gut. Gut, dann kann ich mit dem eigentlichen Projekt weitermachen. Ich wollte ja hier die Cable reinbekommen. Und das konnte ich nicht aus irgendwelchen Gründen. Ach, weil mir irgendwelche Platten gefehlt haben. Aber die habe ich jetzt. So. Ist vom Winkel, ist das... Ja... Ist akzeptiert. Das läuft rein, das läuft rein. Der hat No Power. No Power bedeutet, der ist müde. Der braucht ein bisschen Kaffee. Ich übrigens auch gleich. Aber... Hier noch irgendwo, da haben wir einen Strohmast. Das heißt, wir stellen jetzt hierher, geil, Statoren. Theoretisch sogar 5 pro Minute. Davon werden wir aber nur 2,5 weiterverarbeiten. Und das machen wir, das ist jetzt der letzte Arbeitsschritt. Hier. Ungefähr so, jedenfalls so. Da so. Ungefähr so hier. Das letzte Gebäude ist relativ Wayne, wo das steht. Weil alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist das hier raus. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ich sag dir gleich hallo. Es ist der Garrett. Es ist der Ashizu. Du wünschst mir einen ganz tollen Abend. Nice. Dann kann es jetzt nur noch besser werden. Wobei, der war bisher eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Wie geht's dir, Ashizu? Ich hab dich ja das letzte Mal vor Corona gehört. Wie geht's der Frau? Wie geht's den Kindern? Was macht der dreibeinige Hund? So, der muss hier raus. Der ist doch schon wieder falsche Höhe. Er ist gut aus. Aber das ist too steep. Oh, your belt is too steep. Ja, dann gehen wir halt noch ein bisschen raus. Hier ist okay. Hauen wir den nicht hier hin, hauen wir den von mir aus hier hin. Wie gesagt, da das letzte Gebäude in der Produktionsreihe ist, haben wir jetzt hier... Möglichkeiten. Ich muss gerade immer noch auf meinen Stall warten. Ich stehe einfach gerade hier und warte. Sie steht am Bahngleis. Aber ich fühle mich die zwei Parts irgendwie eh unproduktiv. Ja, guck mal, so ging es mir beim letzten Mal. Dann ist das doch wenigstens fair jetzt. So, und da müssen jetzt noch die Cable rein. Und die Cable lasse ich hier einmal zusammenlaufen, ungefähr auf dieser Höhe. Mache einen Splitter.
Also ich bin gleich fertig mit meiner Production. Ich könnte deine Hilfe hier einmal bitten. Also, nö, es ist nicht zwingend notwendig, aber bevor du nichts zu tun hast. Ich warte, sobald ich meinen Stahl habe, würde ich halt auf jeden Fall hier noch die Produktion einmal optimieren, dass sie halt vernünftig baut. Dann mache ich das selber. Das weiß ich. Das wäre eh eine Aufgabe, die du nicht machen wollen würdest. Das fertige Produkt in den Fahrstuhl bringen. Ja, glaube, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die ich gerne dir überlasse. So, Digga! Und jetzt, ja, Strom braucht der noch. Und dann haben wir es. Der macht jetzt Automated Wiring. Und ich bin fast richtig ein bisschen schon stolz. Mal gucken, der müsste auf... Läuft er auf 100%? Müsste er auf 100% laufen? Ich glaube, ja. Ja. Wir haben genug Statoren, müssten wir, und wir müssten genug Cable gleich haben. Das Ding müsste 2,5 Automated Wiring pro Minute raushauen. Ja, da kommen die Kabel, da kommen die Drähte, hier kommen die Statoren. Das Einzige, was ich sehen kann, ist, dass der Stator... Aber der müsste ja... Der arbeitet schnell genug. 5 pro Minute haut er raus. Das reicht. Ich hätte noch eine Batterie, die ich hier dann gleich reinhauen kann. Dann können wir dadurch noch ein bisschen... mehr raushauen. Kurz überlegt. Ja, Träger brauchen wir. Eine Träger sammle ich hier tatsächlich nirgends und die werden alle wegbearbeitet. Ja, genau, das ist auch mein Problem. Es sind hier so viele Bahnen. Ich kann hier noch eine kleine. Ja. Ich kann hier eine kleine Container mal hinbauen, wo wir uns das rausnehmen können. Das mache ich nochmal eben. Was lösche ich dafür? Diese ganzen Inhalatoren brauche ich eigentlich nicht mehr. Die können weg. Was? Da wird's sehen. Das war nur Bad. Ich weiß noch nichts weg, was du mir geschenkt hast. Nee, ich meiste es ruhig weg. So, packen wir den hier, ne? Die Höhe? Nein, das ist wie immer die falsche Höhe. Ist das die richtige Höhe? Nee, auch nicht. Ey, ich habe gerade ein Abo bekommen. Wer ist denn da schon wieder der Schuldige jetzt hier? Ashizu, als kleine Entschuldigung erstmal ein Abo da. Also das will ich auch hoffen. Ja, dann wow. Darüber, dann schmeiße ich dich noch nicht raus. Gnadenfrist hast du nochmal. Nee, danke. Ja, so dankbar. Ja, die Leute kennen das. Die Leute kennen das nicht anders. Die wären verwirrt, wenn es anders wäre. Achso, Ashizu, hier, die Frau, die hier die ganze Zeit rein labert, das ist... Oh, oh, Moment. Lys heißt die. Lys Seria. Genau. Ja, was gibt's über dich zu sagen? Da fällt mir nicht so viel ein. Die ist nett, glaube ich. Die ist okay. Die ist dufte. Die passt schon. Ah ja, okay. Ich mache nur Spaß. Nein, das ist eine Freundin von mir. Und meine baldige Mitbewohnerin, wenn wir es nicht verkacken. Ja, nee, also, nicht. Bitte, danke. Ashizu, ne? Deine 3-Zimmer-Wohnung in Buxtehude oder Umgebung, die darfst du mal an uns weiterempfehlen. Wir sind nämlich gerade auf Wohnungssuche und das ist alles nicht so ganz einfach. Ja, vor allem, wenn man von 750 Kilometer entfernt sucht. Ja, sie wohnt ein bisschen in einer anderen Ecke von Deutschland und... Macht's mir dadurch echt schwer. Sie ist schuld. Ah, okay. Aber sie ist es auch wert. Jetzt kann sie nicht mehr böse sein. So, Steel Beams machen wir eben nochmal hier. Laufen beide? Why do you have no power? I said you have power. Why do you have no power? Do power have? Wo ist denn hier der Power-Dödel, Heini? Da. Was zur Hölle? Nein! Das hat doch jetzt wirklich keiner gesagt. Oh, jetzt läuft hier meine Kohle auch mit 240 pro Minute. Jetzt müsste das bei mir eigentlich auch alles mit 100% laufen. Also zumindest die... Ja. So. Ich bin heute nicht so gut im Sätze beenden. Ich höre einfach mittendrin auf. Ist okay, oder? Ja, wir hören dir ja auch immer nicht bis zum Ende zu. Also das tangiert sich schon aus. Wieso läufst du immer noch nicht mit 100%? Ah, okay, jetzt läuft er mit 100%iger Effektivität. Sehr schön. Ja, ich mach das jetzt auf hässlich. Ist scheißegal.
Ach, Shizu, ich lese gleich. Ich will den einen Gedankengang hier zu Ende machen. Du kennst das. Wenn man so mittendrin ist, ist das sonst immer ein bisschen schwer. Will ich denen den Namen? Ach, weißt du was? Ich kann auch zwei benutzen eigentlich. Ja, wir gönnen uns was. Einer kommt dahin. Der andere müsste dann hier so hinkommen. Also. Kriege ich dich eingeloggt? Ja, und kriege ich dich eingeloggt? Ja, gut. So, wir haben jetzt hier Stahlbarren, die wir uns dann rausnehmen können aus zwei Industrie. Die Dinger sind aber groß. Oder Dinge. Balken, also. Träger. Träger. Ja, Träger war das, was ich gesagt habe. Ich meine, ich könnte auch die großen benutzen, aber ich finde die tatsächlich echt groß. Falls das einen Sinn macht, weißt du, wie ich meine? Große finde ich auch nicht so schön. Von wo aus soll was wohin? Nee, ich mache jetzt schon. Ich. Na gut, dann. Wir können zusammen machen. Warte. Ich will hier noch. Stehst du neben? Stehst du irgendwie mal daneben? Nein. Nein? Nein. Der grätscht zu lang. Pass auf, kannst du den einmal anschließen? Wenn du mir sagst, woran? Die Maschine, die Maschine, die daneben steht, einfach. Da, wo die Stahlträger rauskommen, da sollen die Stahlträger reinlaufen. Also quasi hier, guck mal. Das da rein. Die habe ich nicht gesehen. Okay. Bitte, habe ich gern gemacht. So, pass auf. Hier haben wir nämlich jetzt die Frames. Die freundlichen Frames von nebenan. Was? Warum sagt er, dass er Invalid Shape hat? Invalid Shape, so. Jetzt sind aber ein Feld voneinander. So, hier haben wir Hardwiring. Das muss beides. Also diese beiden Förderbänder sind hier so, die hier so nebeneinander sind. Ja. Das und das. Das hier hätte ich gerne irgendwie einen schönen mit rechten Winkel. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, erstmal egal. Die beiden. Der darf gar nicht so gehen. Müssen jetzt zum Fahrstuhl. Wieso willst du zwei machen? Mach doch einfach eins. Du kannst einfach hier einen Splitter ändern und die aufeinander laufen lassen. Ein Splitter und dann ein Merger, aber ja. Ja, nee, ja, guck mal, das würde nicht gehen. Warum? Ja, weil das zwei verschiedene Produkte sind. Und guck mal, die Frames, diese Dinger hier sind jetzt schon voll. Ja, nee, eben nicht. Diese Dinger sind hier doch jetzt schon voll. Das heißt, die stauen sich vor dem Fahrstuhl. Wenn wir das da jetzt aufpacken. Ja, aber dann lasst uns doch vor dem Fahrstuhl wieder splitten. Wir haben doch einen Smart Splitter und können nach Produkten splitten. Ja, mach. Du wirst das Problem dann sehen. Wenn es sich zu weit nach hinten staut, können die nicht mehr durchrutschen. Also wo willst du denn den Smart Splitter hinstellen? Direkt vor dem Fahrstuhl kannst du es ja nicht machen, weil... Verstehst du? Ja, okay, dann nicht. Dann. Nee, ja, mach ruhig, nein, aber... Nein, ihr habt recht. Ich wollte, dass es schön aussieht und nicht 400 Bänder durch unsere Landschaft, aber... Ja, das finde ich vom Grundgedanken gut, aber... Du musst ja irgendwann die Dinger hier wieder von dem Band runternehmen. Ja, ich will einfach mal so einen Smart Splitter benutzen. Ja, ich habe doch keine Anwendung dafür gefunden. Ja, ich auch nicht, wenn man das anscheinend nicht darf. Und warum willst du unbedingt, dass dieses Ding darüber läuft? Also, warum? Und nicht einfach hier gerade nach hinten. Einfach jetzt hier gerade durch, meinst du? Ja. Ich meine, du kannst ja im Notfall, wenn das Band dich da stört, wenn das dein Problem ist, dass es dann zu nah dran ist, kannst du es ja nochmal ein Stückchen vorher noch höher laufen lassen. Ja, das ist so schon okay. Ich würde es halt gerne hier mit einem Fahrstuhl jetzt auch runterlassen. Ich würde sie halt gerne so möglichst parallel nebeneinander laufen lassen. Ja, dann mach das doch. Ja, aber das geht doch nicht so einfach. Warum nicht? Ja, mach doch. Hä? Ich verstehe dein Problem gerade nicht, aber vielleicht... Ja, aber was für ein Band ist das? Ein Einser oder ein Zweier? Ein Zweier. Ein Einser geht auch, aber das ist ein Zweier. Und das ist auch ein Zweier-Fahrstuhl. Hast du Dynamit dabei? Warum sollte ich Dynamit dabei haben? Weil da so ein Stein liegt. Einen höher, glaube ich.
Nee, der andere ist aber auch so. Ja, okay, okay. Stimmt. Aber ich muss es noch drehen. Relaying message. Nee, R drücken dann. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. So, jetzt kann ich auch lesen. Habt mich lange nicht sehen lassen, sorry dafür, uns geht super, allerdings hat sich unser Sohn auf Malle Corona eingefangen, aber es geht ihm super. Das ist doch dann wenigstens Glück im Unglück. Niemals die Strahlen, ich meine Bänderkreuz bzw. mischen. Ja, das ist echt so. Ich verstehe die Referenz übrigens. Ich kann den hier ranmachen. Ich glaube, dann kannst du ihn ransnappen lassen, wenn ich mich nicht täusche. Den Fahrstuhl. Kannst du ihn von oben nach unten setzen, glaube ich. Na? Harte Fahrstühle. Ich finde den doof und gemein und doof. Du musst mir sagen, wann ich unten bin. Zu weit. Naja, das Problem ist... Ja gut, ignorieren wir den Stein einfach. Ja, wir ignorieren den Stein erstmal. Dann bist du so richtig. Okay. Zack, 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 zack. Das ist aber auch eine knappe Geschichte hier. Ja, ist aber okay. Der Fahrstuhl ist nicht gleich hoch wie der andere, weil der Boden halt uneben ist, glaube ich. Also doch, er ist gleich hoch, aber halt nicht so aus von. Ja, okay. So, und dann gehen wir hier so irgendwie lang, oder was? Das Stück hier ist ein Dreier und der Rest ist zwei. Hier sind die gerade richtig lang gespeedet und... Ja, ich weiß, das ist das Stück, wo ich vorhin gesagt habe, da hatte ich kein... nicht das richtige, nicht das passende Inventar. Warum kann ich den jetzt hier nicht anflanschen? Doch. Ja, aber... und also ich meine, wenn du das Band da jetzt langlaufen lässt, wo du es langlaufen lässt, dann... Ja. Lass es doch einfach... warte mal, mach doch Trick 17 und... Mach hier die Stackable-Dinger. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, wie die gehen. Ich hab die noch nicht benutzt. Wollen wir kurz die Steine wegbringen? Okay, ich geh Sprengkopf holen. Ah, du Anfängerfehler. Zeno, Anfängerfehler. Okay, aber dann mach das. Ja, ich warte hier so lange. Und dann haben wir nämlich, das machen wir noch kurz in dem Part. Dann haben wir eine Stunde, anderthalb Stunden auch schon rum. Also zweieinhalb Stunden mit dem Part vorhin, den ich verkackt habe, aufzunehmen, aber... Ja, kann ja nicht immer alles laufen. Ich glaube, ich mache ja auch nochmal ein Fundamento hin. Naja, hol du mal Sprengstoff. Mach, was du willst. Ich mach Sprengstoff. Naja. Shizu, wie sieht's denn aus? Hast du dieses wunderbare Spiel schon gespielt? Oder bist du nur in Anführungsstrichen Faktorianer? Oder bist du auch... ein Satisfactorianer. Ja, ich warte kurz auf die, bis du wieder da bist. Dann können wir das wegspringen. Du hast auch die Kettensäge. Ja, ich muss mir eben noch kurz auch einen neuen Ding machen. Tim, Seno, könntest du bitte auch die Boden- und Wanddurchlässe benutzen? Nee, weil ich nicht genau weiß, was du meinst. Mit R könnt ihr die richtigen Richtungsaufzugs ändern. Ja, das wissen wir tatsächlich, dass wir das machen können. Also ich wusste das, ich glaube. Du es auch. So, mal kurz gucken, warum... Ach, guck mal hier, ist doch schon wieder Fehler. Guck mal, das... Weißt du, solche Sachen regen mich auf an dem Spiel. Wenn du dann irgendwo einen Balancer hast und es geht ein Förderband rein, aber das Förderband denkt sich so, ich sehe nur so aus, als würde ich da reingehen. Sowas kann echt ganz schön kacke sein. So, aber das läuft jetzt. Das läuft. Guck mal, hier zum Beispiel läuft doch auch was nicht. Warum läuft das hier nicht? Es scheint mir, als wenn hier immer... Ich hau hier noch eine Batterie rein. Uff! Jetzt macht das Ding... 11. 11 Platten. Verbraucht 37,5 davon. So viel kommen hier gar nicht an, denke ich. Wenn man sich das hier anguckt, das produziert nur 20. Hauen wir da auch noch eine Batterie rein. So. Wenn wir mal Batterien brauchen sollten für irgendwas richtig Sinnvolles, können wir die hinten aus der verbesserten... Also verstärkten Stahl. Aber ich hätte hier ja noch tatsächlich Eisen, was ich da reinbringen könnte. Ja, die verstärkte Plattenproduktion hier hinten könnte man dann... Aber das wird ja auch nichts bringen, hier kommt auch gar nicht genug Eisen. Warst du das? Nee, aber du hast wahrscheinlich gerade... Ja, dann haben wir jetzt wohl das Ende unserer... Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir hier vielleicht einen Cut. Ja, warte, ich bin gleich da mit dem Sprengstoff. Mit dem Sprengstoff. Mit dem Sprengstoff kommt der und macht mich auf. Ja, Sprengstoff, hallo. 45 pro Minute. Wie viel kommt denn hier an? 60, ne? So. 30 pro Minute. 30? Ach so, 45, weil... Ja, wir nehmen die wieder raus. Die macht keinen Sinn. Und los. Nicht Open Codex. Nein. 100%. Oh. Diese zwei Felsen hier unten sollen weg, ne? Ja, und das Bäumchen dahinter, bitte. Oder davor, also in der Schlucht. Und sag was? Wie viel Sprengstoff hast du denn noch? Bisschen was. Ja, mach die ganzen Dinger da mal weg. Ich guck von hier oben zu. Okay. Dann läuft sie rum. Das sieht so süß aus. Okay. Nein, ich darf nicht. Die Entdeckung. Nein, du darfst nicht. Der Part ist noch nicht beendet. Ja, ich war kurz davor, aber nein, ich mach's nicht. Okay, und dann jetzt, Achtung, Sprengung. Dann lass mal hier einen kleinen Cut machen, würde ich sagen. Dann bringen wir das Förderband im nächsten Part rein, kümmern uns nochmal um den Strom. Oder willst du jetzt Schluss machen? Ich bin nicht mehr so super produktiv, wenn du noch sagst, du bist noch voll produktiv. Aber um den Strom kümmern ist halt auch eine längere Sache. Wir müssen nochmal ein komplett neues, eine Reihe an Kohlekraftwerke bauen. Ja, okay, was hältst du davon, wenn wir dann zu Sieve wechseln? Können wir machen. Ja? Okay, ja. Dann machen wir hier jetzt einen Cut. Beim nächsten Part müssen wir die beiden Produkte halt in unseren Fahrstuhl da hinten bringen und unseren Strom reparieren. Aber so ist das halt. Es wird einem halt nie langweilig. Dann machen wir das einigermaßen. Ich hau ab. Machen wir das im nächsten Part einigermaßen voll. Also ich entschuldige mich nochmal dafür, dass die eine Stunde jetzt quasi RIP ist. Ich meine, ich könnte sie rein theoretisch von Twitch runterladen, aber ihr macht euch keine Vorstellung, wie behindert das ist, das von Twitch runterzuladen. Weil es jetzt ein Stream ist, der 2 Stunden 17 geht und Twitch das erstmal rendern muss, wartet man halt so 4 Stunden, bis man einen Download-Link bekommt. Ist wirklich schlimm und dann ist auch noch ein mieser Quali. Also von daher denke ich mal, lebt er einfach, dass eine Stunde fehlt, fast schon. Gut, dann, liebe Lys, mache ich nochmal den hier. Hat sie nicht gesehen. Sie guckt mich nicht an, sie hat nur Augen für ihr C4. Ja. Da. Ja. Ja. Hast du gesehen? Ja, du bist. Da. Ja, ich hab's gesehen. Gut. Ich steck's ja schon weg. Dann machen wir jetzt hier einen Cut und wir machen jetzt weiter mit noch einer Folge Dark Project bzw. Thief 3. Da müssen wir noch in dem Kloster der Hüter das ein oder andere Geheimnis aufdecken. Also bleibt gerne dran. Wir sehen uns dann. Wir gehen jetzt von hier quasi rüber nach. Na, komm. Ach, da. Danke fürs dabei sein. Bis gleich. Genau, ich speichere nochmal und dann geht's rüber. Mir fällt gerade übrigens noch ein. Und ich wollte mir noch einen Kaffee holen. Ja. Ja, wir könnten unser Problem auch leichter lösen. Das Problem ist aufgetreten, weil du die Schnecken reingehauen hast. Ich hab sie schon wieder rausgenommen und dann haben wir halt immer noch keinen Strom. Also, keine. Also, dann läuft alles wieder, aber. Ja, wir sind jetzt halt auch bei maximal Consume 1400 Megawatt und wir haben nur 1200. Aber wir können die Biogeneratoren anschmeißen und dann Batterien daneben packen, dass der Strom nicht verschwendet wird. Das können wir machen. Auf jeden Fall haben wir dann Strom, bis wir Kohlekraftwerk weiter ausbauen. So, ja, okay. Ich mache hier einen Cut. Bis gleich.